Willkommen zu meinem Peak Week Vlog. Und ich hatte heute früh auch einfach ein neues Low gehabt. Deswegen wird es jetzt die nächsten Tage fast nur noch Eiweiß und Fette geben. Die Haut perfekt vorbereiten. To keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, 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 nobody can bring us down, bring us down. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu meinem Peak Week Vlog. Ich kann es irgendwie nicht glauben, dass ich einfach in einer Woche schon auf der Bühne stand. Das ist so krass, wie schnell jetzt gerade die letzten Wochen vergangen sind. Voll verrückt irgendwie. Also für mich ist es noch nicht wirklich. Lief ja auch alles ein bisschen drunter und drüber, aber damit will ich jetzt gar nicht anfangen. Ich bin heute früh mega gut aufgewacht. Ich habe gestern sogar 8,5 Stunden geschlafen gehabt, heute früh 8 Stunden. Und ich hatte heute früh auch einfach ein neues Low gehabt, einfach 50,5 Kilogramm. Also mega gut. Ich merke auch, dass jetzt gerade die letzten Tage richtig viel Wasser rausgegangen ist. Also Form wird auf jeden Fall jetzt besser. Ich meine, Peak Week hat gestartet, deswegen wird sich auch einiges jetzt ändern. Das erzähle ich euch später aber nochmal in Ruhe, was wir alles anders machen. Ich habe gerade jetzt ganz normal meine Morgenroutine gemacht. Wie immer erstmal mich gewogen, dann Bad fertig gemacht, Posing gemacht mit Fotos und Videos, mich geschminkt, gejournalt. Jetzt werde ich dann erstmal eine Runde Cardio machen und dann gibt es wahrscheinlich auch schon direkt mein Frühstück. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, 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 nobody can bring us down, bring us down. Ich wollte jetzt noch einmal ein bisschen mit euch quatschen. Ich habe mich gerade wieder auf die Couch gesetzt, bin auch ein bisschen eingekuschelt, denn der Herbst ist jetzt wirklich da, also es ist echt kalt draußen geworden. Ich habe gerade nach dem Cardio mein Frühstück gegessen, also einfach ganz klassisch wie immer Porridge. Habe ich euch jetzt nicht gefilmt, habt ihr glaube ich schon oft genug gesehen, wie ich mir das mache. Das ist heute aber auch die Änderung, die jetzt in der Peak Week startet. Und zwar ist heute der letzte Tag, wo ich noch Carbs esse. Die nächsten Tage wird dann fast komplett auf Carbs verzichtet, also auf jeden Fall unter 50 Gramm. Das dient einfach dazu, dass wir die Glykogenspeicher einmal komplett leeren, dass quasi einmal die ganzen Kohlenhydrate alles aus dem System rausgehen und dass wir dann die letzten 2 Tage vor dem Wettkampf mit Kohlenhydraten laden können, dass die Muskeln dann einfach wieder gefüllt sind und dass wir so dann die bestmögliche Form am Wettkampftag erreichen können. Deswegen wird es jetzt die nächsten Tage fast nur noch Eiweiß und Fette geben. Freue ich mich nicht so wirklich drauf, aber das gehört halt dazu, um dann auf der Bühne die bestmögliche Form zu erreichen. Deswegen ziehen wir da natürlich auch einmal durch und ich weiß jetzt schon, dass mir mein Porridge extrem fehlen wird und auch mein Reis abends, aber wir machen alles für den Wettkampftag, um einfach das beste Paket auf die Bühne zu bringen. Deswegen gehört es halt auch mit dazu und es sind ja auch nur ein paar Tage. Also ich weiß, ich könnte auf keinen Fall eine Keto-Diät machen. Also das wäre für mich gar nichts.
Ich brauche meine Carbs, um im Training zu funktionieren. Und nee, da hätte ich wirklich gar keine Lust drauf. Ja, dementsprechend trinken wir jetzt aber auch schon ein bisschen mehr. Also ich soll jetzt auch schon immer so 6 bis 7 Liter trinken und vor dem Wettkampf wird dann ein bisschen das Wasser wieder runtergenommen. Aber das erzähle ich euch dann zu dem Zeitpunkt nochmal alles. Jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage erstmal 6, 7 Liter trinken. Dann habt ihr es wahrscheinlich heute früh auch schon wieder bei dem Posing gesehen gehabt. Also ich kann immer noch nicht auf hohen Schuhen laufen. Wird langsam jetzt echt knapp. Also ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es noch besser wird. Ich sende einfach positive Energie irgendwie ins Universum. Es muss funktionieren. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn es nicht funktioniert. Deswegen, aber momentan tut es einfach noch zu sehr weh und ich habe auch ein bisschen Angst davor, wenn ich ehrlich bin, jetzt zu früh schon wieder das alles zu machen. Deswegen warte ich da noch ein paar Tage ab. Ich denke, wir werden das dann relativ spontan entscheiden. Also wahrscheinlich werde ich Mittwoch, Donnerstag das erste Mal versuchen, dann wirklich auf hohen Schuhen zu posen und hoffen, dass es eben funktioniert. Ja, dementsprechend wird jetzt einfach noch Posing ein bisschen geübt vom Oberkörper, ohne hohe Schuhe. Geht ja auch und meine Form wird auch besser. Also ich hatte heute früh ja ein neues Low auf der Waage, einfach 50,5. Mega gut. Wasser geht gerade auch raus. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt die nächsten Tage keine Carbs esse, sollte das auf jeden Fall auch nochmal runtergehen, besser werden. Klar, die Energie geht dann auch runter. Ich kenne das schon. Also es ist schon hart, so fast gar keine Carbs zu essen, aber gehört halt auch mit dazu. Und dann freut man sich auch umso mehr, wieder beim Laden, die 2 Tage vor dem Wettkampf, dann einfach wieder mehr Carbs essen zu können. Was gibt es ansonsten noch in der Peak Week? Es gibt einmal ein Entladetraining. Das heißt quasi, ihr trainiert nicht mehr bis zum Muskelversagen und nehmt eher weniger Gewicht und macht mehr Wiederholungen, um einfach keinen Muskelkater mehr zu erzeugen. Weil klar, Muskelkater, dann zieht ihr meistens auch Wasser und das wollen wir auf keinen Fall auf der Wettkampfbühne. Deswegen eher so ein relativ entspanntes Training. Ja, da nehme ich euch morgen früh dann aber auch mit. Ich trainiere jetzt noch 3-mal diese Woche. Montag Beine, Dienstag gibt es nochmal ein Push-Training und Mittwoch nochmal ein Pull-Training und dann war es das auch. Also die letzten Tage vorm Wettkampf wird dann auch nicht mehr trainiert. Ja, da nehme ich euch natürlich aber auch mit noch zum Training. Das gleiche für die Meal Prep bereiten wir gleich auch da nochmal vor für morgen. Einfach Fett und Eiweiß. Was ich da alles esse, zeige ich euch dann. Es ist ja momentan irgendwie eh alles schon immer super seltsam gewesen, die letzten Wochen. Ihr habt es ja mitbekommen, was alles war mit meinem Fuß und muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber jetzt kam die schöne Nachricht von dem Hotel für den GmbF-Wettkampf, wo ich auch schon bei meinem allerersten Wettkampf das Hotel gebucht hatte in Walsrode, dass die Buchung storniert haben. Ja, der Wettkampf ist in 4 Wochen und die haben jetzt die Buchung einfach storniert. Ich habe da angerufen und nachgefragt, warum die das gemacht haben. Und eben dadurch, dass die generell weniger Umsatz haben und alles, sind die jetzt, ich glaube, von ein paar 40 Mitarbeitern nur noch auf 12 runter und haben nur noch von Montag bis Freitag geöffnet. Und dementsprechend hat das Hotel am Wochenende geschlossen und dann kann ich natürlich dort auch nicht übernachten, wenn der Wettkampf dann am Sonntag ist und wir Freitag zum Einschreiben hinfahren. Das heißt, da darf ich mir jetzt auch noch kurz vorher ein neues Hotel suchen. Auch mega super. Ich habe mich echt gefreut, wieder in das Hotel fahren zu können, weil das Zimmer war groß, man hatte Platz zum Farbe auftragen, das Frühstück war dort gut gewesen und das Licht im Badezimmer war da mega geil. Also man konnte wirklich gute Fotos machen. Ja, muss ich mal schauen, ob jetzt in der Nähe noch ein Hotel frei ist und wie viel das dann auch kostet, weil klar, 4 Wochen vorm Wettkampf sucht man normalerweise kein Hotel, sondern hat das schon längst gebucht. Hoffen wir mal, dass wir da noch ein gutes finden. Das werde ich dann jetzt auch direkt machen. Hat mich aber schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Also so kurz vorher das jetzt abzusagen. Ich meine, die wissen es doch garantiert auch vorher schon, dass die jetzt dann zum Winter hin das nicht offen haben können. Vor allem, wenn man schon gebucht hat, finde ich das schon so ein bisschen eine Frechheit, das einfach zu stornieren. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich muss mir jetzt halt ein neues Hotel suchen. Ist halt so. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Das muss ich jetzt als allererstes machen, damit wir da auf jeden Fall dann auch ein Hotel haben. Ich habe gerade jetzt mal ein bisschen nach Hotels geschaut und ich habe zum Glück ein richtig gutes gefunden. Das ist auch nur ungefähr ja, 6 Kilometer vom Wettkampfort, also der Stadthalle in Walsrode entfernt.
fahren dann ungefähr ja so 10 Minuten hin, also wirklich perfekt. Da war auch noch zum Zeitpunkt was frei gewesen. Ja, also habe ich jetzt gerade erstmal schön schnell das Hotelzimmer gebucht, war auch okay vom Preis. Also es gab gerade aus irgendeinem Grund ein Angebot. Ist jetzt sogar noch 30 Euro günstiger wie bei dem Hotel, was wir vorher gebucht hatten. Ich gucke nur immer darauf, dass die Zimmer halbwegs groß sind oder dass man zumindest irgendwie einen Sessel oder einen Schreibtisch so ein bisschen zur Seite schieben kann, dass man eben genug Platz hat, dann auch die Wettkampfhabe aufzutragen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Hotelzimmer so richtig eng und klein ist und du eigentlich gar keinen Platz hast, dann die Farbe aufzutragen und die im schlimmsten Fall irgendwie aufs Bett oder irgendein Möbelstück kommt, weil das wäre nicht so gut. Deswegen bin ich gerade einfach mega happy, dass ich dieses Hotel gefunden habe. Macht auch einen ganz guten Eindruck. Frühstück ist dann auch mit inbegriffen. Ich meine, für mich ist es eh egal, aber für meinen Freund ist der dann noch ein ganz gutes Frühstück hat. Ja, bin ich gerade happy. Wenn wir vor Ort sind, zeige ich euch das Hotel dann auch und gebe euch eine kleine Review, wie das Hotel ist. Ich sage euch jetzt noch nicht, welches das genau ist, einfach weil ich nicht weiß, ob es dann gut ist. Deswegen schauen wir mal, aber der erste Eindruck ist zumindest schon mal ganz gut. Ja, ich werde mich jetzt gleich einmal direkt an den Meal Prep schon mal für morgen begeben, damit ich das dann schon erledigt habe. So, ich muss gerade jetzt selbst erstmal gucken, was ich alles genau brauche. Für mich ist jetzt ja auch ein kompletter Unterschied zu dem, was ich sonst immer vorbereitet habe. Wir brauchen für morgens jetzt aber erst einmal 200 Gramm Tomaten. So, 200 Gramm Tomaten. Und für den anderen Tag brauchen wir für mittags 250 Gramm Tomaten. Fürs Frühstück brauchen wir dann zwei Eier und von drei Eiern das Eiweiß. Und fürs Mittagessen ein Ei und von vier Eiern das Eiweiß. Also haben wir insgesamt 10 Eier. Ist schon echt eine gute Menge. Ich habe jetzt gerade einmal den Meal Prep für morgen soweit fertig gemacht. Da in die Tupperbox kommen dann einfach noch 70 Gramm Avocado rein. Das mache ich dann aber erst morgen früh, damit es relativ frisch ist. Ja, und das ist dann auch schon mein Frühstück und Mittagessen. Was ich morgen Abend dann esse, zeige ich euch, aber es wird auch nicht viel mehr. Also, ja, müssen wir damit leben, dass wir die paar Tage jetzt irgendwie mit den wenig Carbs auskommen. Wir haben es jetzt gerade schon ein paar Stündchen später. Was ich euch aber auch noch sagen wollte, und zwar müssen wir natürlich die Haut perfekt vorbereiten, damit auch am Wettkampftag bzw. einen Tag vorher dann die Farbe richtig gut aufgetragen werden kann. Und was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar das Wichtigste ist eigentlich, wir fangen schon eine Woche vorher an, unsere Haut vorzubereiten. Und deswegen versuchen wir da schon möglichst wenig Parfüm oder irgendwelche Duftstoffe generell an unseren Körper dran zu lassen. Also möglichst einfach alles naturbelassen. Und zwar, was ich euch jetzt empfehlen kann, sind diese zwei Duschgele. Wichtig ist eigentlich nur, dass es pH-neutral ist. Also zum letzten Wettkampf hatte ich jetzt das von Balea benutzt gehabt. Das von Sebamed ist aber auch gut. Also da könnt ihr einfach gucken. Das eine ist ein bisschen günstiger, das andere ein bisschen teurer. Funktioniert im Endeffekt beides. Ihr müsst einfach nur irgendwas nehmen, was keine Duft-Parfümstoffe hat. Das gleiche gilt dann auch einmal für die Bodylotion. Einfach ohne Duft-Parfümstoffe. Ich habe jetzt hier eine von Garnier. Body Urea, die ist gut. Ihr könnt aber auch ganz klassisch einfach was von Nivea nehmen. Ich hatte jetzt beim letzten Wettkämpfen immer die genommen, hat für mich gut funktioniert. Ist aber im Endeffekt auch egal. Gibt günstigere, gibt teurere. Wichtig ist eigentlich nur, dass es funktioniert. Bodylotion benutze ich aber auch nur ungefähr bis 3 Tage vor dem Wettkampf. Die letzten 3 Tage wird da auch nichts mehr eingecremt und die letzten 2 Tage vor dem Wettkampf wird auch kein Deo, kein Parfüm mehr benutzt. Das sage ich euch dann aber auch nochmal alles, worauf ihr da achten müsst. Aber jetzt erstmal so für die nächsten paar Tage in der Peak Week einmal alles möglichst naturbelassen. Und dann kommen wir eigentlich einmal schon zum wichtigsten Punkt, und zwar das Peelen.
Weil wenn ihr alte Hautschuppen auf eurem Körper habt, dann wird die Farbe nicht sitzen, es wird fleckig und es sieht einfach nicht gut aus. Deswegen eine Woche vorher anfangen, jeden Tag zu peelen. Es ist mega nervig und braucht auch viel Zeit, aber es gehört halt mit dazu und muss gemacht werden. Und das sind auch so Sachen, über die viele nicht reden. Es ist schon verdammt zeitaufwendig, gerade in der Peak Week. Deswegen versuche ich alles, was vorher schon erledigt werden kann, immer vorher zu machen. Deswegen einmal jeden Tag peelen. Ich muss sagen, ich würde euch auch am ehesten wirklich dieses Body Scrub empfehlen. Das ist jetzt von ProTurn und das ist mega gut. Also ich hatte auch schon andere Peelings und keins kommt an das ran. Das ist wirklich grobkörnig und ihr merkt auch, dass da Hautschuppen abgehen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei irgendwie so Standard-Peelings, die ihr bei der DM oder auch teurere bekommt, die sind nicht so gut und nicht so effektiv. Das ist jetzt auch ein bisschen teurer. Das ist bei mir jetzt aber ungefähr noch, ja, bisschen weniger als ein Drittel voll und ich hatte das schon bei den letzten zwei Wettkämpfen benutzt und fange jetzt auch wieder an, das zu benutzen. Habe ich mir einmal aber auch auf Vorrat gekauft, einfach damit ich für die nächsten Wettkämpfe noch genug habe. Und wenn ihr die Farbe runterschrubben wollt, ist das auch mega gut. Also das einfach auf den Schwamm geben und da kriegt ihr die Wettkampffarbe dann auch verhältnismäßig gut ab. Braucht natürlich trotzdem immer ein bisschen Zeit. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt auch noch machen werde. Also ich werde mich jetzt gleich in die Badewanne begeben und mich erstmal schön peelen. Ja, und das war es dann auch eigentlich schon. Was ich noch machen werde später, ist einmal die Fußnägel weiß lackieren. Da nehme ich jetzt einfach einen ganz normalen weißen Nagellack von Essie. Könnt ihr aber auch jede Marke nehmen, die ihr wollt. Muss einfach nur ein weißer Nagellack sein. Weil die Fußnägel müssen natürlich dann noch zu euren Fingernägeln passen und alles. Deswegen weiß ist am klassischsten, ist am praktischsten. Ja, und das werde ich jetzt auch schon einmal machen. Und ich gucke dann halt, wie es aussieht. Kurz vorm Wettkampf werde ich vielleicht nochmal eine zweite Schicht drüber gehen. Aber einfach, dass schon mal die Grundfarbe jetzt gemacht ist. Weil ich habe ansonsten immer rote Fußnägel. Und das Rot würde sonst durchschimmern, wenn man das nicht früh genug abmacht. Deswegen, Rot ist immer ein bisschen hartnäckig, nervig. Mache ich mir jetzt schon mal den weißen Nagellack drüber. Und dann sollte das auch erledigt sein bis zum Wettkampf, ja. Jetzt werde ich mich dann mal in die Badewanne begeben und das war es wahrscheinlich auch schon für heute. Also ich glaube, ich werde nicht mehr wirklich viel machen. Falls doch, zeige ich euch das jetzt nochmal, aber ich denke, ich werde eigentlich nur noch mein Abendessen essen, dann noch ein bisschen meine letzten Steps sammeln, mal gucken, ob es draußen regnet. Wenn nicht, gehe ich draußen spazieren, ansonsten gehe ich hier in der Wohnung nochmal aufs Laufband. Und dann gibt es eigentlich auch nur noch meinen Magerquark-Mandelmus und das war's für heute. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh einfach wieder, wenn es dann zu meinem ersten Entladetraining geht. Guten Morgen. Wir haben es jetzt einmal noch relativ früh am Morgen. Ich habe mich gerade einmal schon gym-ready gemacht. Ich bin irgendwie ziemlich müde. Also die Nacht war nicht wirklich gut. Ich war gefühlt jede Stunde wach. Einmal schön Pipi machen. Ist ja logisch, wenn man so viel immer trinkt am Abend vorher oder am Tag vorher, muss man halt nachts auch raus. Deswegen ist der Schlaf aber scheiße. Ich kenne es schon von der letzten Peak Week. Deswegen alles gut. Ist jetzt ja auch nur für die paar Tage, dass ich noch so viel trinke. Ja, dementsprechend bin ich jetzt aber auch schon ein bisschen müde, habe nicht so wirklich viel Lust aufs Training, bin also schon ein bisschen froh, dass es einfach nur so ein Entladetraining ist und ich nicht komplett Vollgas geben muss. Ja, wir versuchen natürlich trotzdem einmal unser Bestes im Gym zu geben, zumindest so einen halben Reiz irgendwie zu setzen. Ja, und dann mache ich mich jetzt auch einmal schon direkt los und danach geht es dann auch schon zur Arbeit für mich. I just wanna make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. Erste Übung vom Entladetraining ist jetzt gerade durch und es ist irgendwie voll komisch. Also sobald ich im Gym bin, will ich eigentlich immer Vollgas geben, aber das darf ich ja heute nicht. Deswegen muss ich mich echt zusammenreißen, nicht alles zu geben, aber es ist auch mal ganz gut, einfach sich auf den Muskel zu konzentrieren und nicht bis zum Versagen zu trainieren. Gehört halt in der Peak Week dazu. Ja,
Ich muss sagen, ich merke es auch. Also die Energie schwindet langsam. Echt, aber egal. Ich freue mich trotzdem jetzt einfach aus Training hier zu sein. Und meine Kleidung geht auch immer weiter. Ich kann euch das gleich mal zeigen, aber es ist krass. Also mittlerweile die Hosen, die schlabbern echt nur noch. Sieht auch nicht mehr wirklich gut aus, aber danach in der Offseason passt alles wieder. Das ist in Ordnung. Und das ist das, was ich eben meinte. Also ich glaube, man sieht es, die Hosen und alles. Es ist einfach wirklich nur noch am Schlabbern und viel zu groß. Also da könnte wirklich schon fast ein Baby reinpassen vom Bauch her. Das ist krass, wenn man bedenkt, früher saßen die Hosen einfach mal eng. So in meiner letzten Offseason. Mein Höchstgewicht war ja 67 Kilo. Also merkt man schon einen krassen Unterschied. Aber mit der Form bin ich soweit echt ganz zufrieden. Mal gucken, wie es dann am Wochenende aussieht. Zweiten Liter Wasser, das ist auch echt immer ein bisschen nervig an der Peak Week. Man muss immer genau aufschreiben, wie viel man schon getrunken hat, weil ich persönlich muss jetzt ja pro Tag auf 7 Liter kommen und da verliert man schnell den Überblick, gerade wenn man nicht irgendwie nur aus Flaschen trinkt, sondern wie im Gym sich jetzt einfach nachfüllt, da kann man mal ganz schnell einen halben Liter mehr rechnen oder weniger und das ist natürlich nicht gut. Wir brauchen genaue Daten, deswegen ich bin jetzt gerade schon mal 2. Liter, für die Uhrzeit echt gut, aber 5 Liter müssen später noch kommen, sind wir 5,5. Ja, also ein bisschen was haben wir noch vor uns, aber Training läuft mega gut. Also ich spüre den Muskel echt gut, also gerade den Booty, der ist jetzt schon mega auf Pump und ja, läuft soweit ganz gut. Ich muss mich jetzt aber auch echt beeilen. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein bisschen was abfüllen kann, weil ich habe ein bisschen Stress, weil ich dann ja auch schon direkt wieder fast zur Arbeit muss. Einmal fertig mit der Arbeit geworden und ich bin richtig eingekuschelt und es ist wirklich mega kalt. Ja, Arbeit war soweit ganz gut, aber ich merke, dass ich gefühlt nicht wirklich Energie habe. Also ich bin echt froh, wenn ich jetzt gleich einfach zu Hause bin und dann mein Abendessen essen kann. Ja, da freue ich mich gerade echt schon wirklich drauf. Gibt denn ja für mich einfach nur Brokkoli und Harzer Käse. Also nicht wirklich viel, bisschen Kohlenhydrate. Das sind eigentlich auch die einzigen Kohlenhydrate, die ich dann mit den Tomaten heute gegessen habe. So richtig zumindest. Ja, dann noch ein bisschen Eiweiß durch den Harzer Käse. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch einkaufen gehen. Habe ich auch nicht so wirklich Lust drauf, aber muss natürlich gemacht werden. Wir brauchen wieder ein paar Lebensmittel. Ja, aber jetzt gehe ich erstmal nach Hause und esse was. Einkaufen wieder gekommen und ich muss sagen, ich merke die wenig Kohlenhydrate echt. Also ich bin jetzt gerade schon ziemlich am Arsch. Ich bin heute aber auch relativ viel gelaufen. Also ich habe knapp 15.000 Schritte gesammelt, also wirklich viel.
Merke ich. Ich werde jetzt auch eigentlich nur noch euch die Einkäufe zeigen, dann das wegräumen und dann entspannten Abend auf der Couch machen. Nur noch mein Magerquark mit Mandelmus essen und dann war es das für heute. Morgen geht ja schon wieder der Arbeitsalltag weiter, deswegen ganz entspannten Abend heute nur noch. Wir haben es jetzt auch schon ja, kurz nach 8, also viel Zeit ist eh nicht mehr. Jetzt zeige ich euch aber einmal nochmal, was so ein typischer Wocheneinkauf jetzt eigentlich zum Ende der Diät hin ist. Und zwar das Wichtigste natürlich einmal wieder Tomaten. Da hole ich jetzt immer viele verschiedene Sorten. Müsst ihr einfach gucken, was euch am besten schmeckt. Ja, Tomaten sind immer mit dabei für mich. Und das natürlich auch Zucchini. Gibt es jetzt in der Peak Week nicht für mich, aber danach wieder. Deswegen habe ich ein bisschen Zucchini gekauft. Was es für mich denn jetzt erstmal die nächsten Tage gibt, ist Brokkoli. Deswegen haben wir den einmal mitgenommen. Plus Avocado esse ich ja morgens jetzt auch immer zu den Tomaten. Deswegen einmal das. Ansonsten gibt es noch Magerquark und Eier als Eiweißquelle und natürlich harzer Käse. Das esse ich abends immer. Wir gehen einmal immer beim Rewe und beim Aldi einkaufen. Harzer Käse holen wir immer beim Aldi. Den Rest holen wir einfach nur beim Rewe. Der harzer Käse schmeckt beim Rewe nicht so gut. Deswegen gehen wir da immer einmal extra zum Aldi. Dann einmal Reis gekauft, Haferflocken, Maiswaffeln hatten wir noch da, deswegen mussten wir die jetzt einmal nicht mitnehmen. Und dann gibt es einmal noch Bananen. Ich werde wahrscheinlich auch am Samstag dann mit einer Banane ein bisschen laden, deswegen haben wir die einmal mitgenommen. Und dann das Wichtigste natürlich für abends einmal Mandelmus. Das ist jetzt immer der Mandelmus, den hatte ich euch ja schon mal gezeigt gehabt, den wir immer kaufen. Einfach ganz normal der vom Rewe. Und so sieht jetzt eigentlich so ein typischer Wocheneinkauf aus. Relativ gesund, viel Gemüse, ja. Und die Kohlenhydratquellen hat man meistens ja immer auf Vorrat schon zu Hause. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch schon von dem Peak Week Vlog 1. Ich muss mal schauen, wie viel ich dann insgesamt mache, aber es werden auf jeden Fall ein paar jetzt kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!